Hallo, heute stelle ich euch das App SpeedX 3D vor. Kann kostenlos im Android Market heruntergeladen werden. Man sieht schon, es ist eine OpenFaint-Kopplung vorhanden. Wir gehen jetzt aber einfach mal auf Play und auf Stages. Gehen in die erste Stage, die in mehrere Unterstages unterteilt ist. Und starten den Run. Das Spielprinzip ist recht einfach. Wir befinden uns hier in so einer Röhre und können mit Hilfe der Tilt-Steuerung unser virtuelles Raumschiff oder ähnliches hin und her bewegen. Dabei dürfen wir nicht die farbigen Blöcke berühren. Die Färbung des Bodens zeigt uns dann an, wo neue Blöcke erscheinen, sprich diese Bahnen müssen gemieden werden. Man sieht schon, das Ganze kann auch mal variieren. Von der Röhrenform wechselt es dann in eine Art Rennstrecke. Hier sind also wirklich der Fantasie der Entwickler, haben da alles ausgelebt. Ist wirklich alles sehr basic und abgefahren, erinnert ein wenig an Weltraum oder ähnliches. Links unten sehen wir unseren aktuellen Highscore. Uns selber sieht man nie. Wir können verschiedene Level nach und nach eben freischalten. Immer wieder fährt man durch diverse Tore, die neue Spezialaktionen freischalten, wie das beispielsweise mal unser Gefährt schneller fährt oder auch, dass wir die farbigen Spuren am Boden nicht mehr sehen, sodass das Ganze erschwert wird. Ist also wirklich ein witzig gemachtes Spiel. Was man noch dazu sagen kann, am Anfang wurde man auch darauf hingewiesen, dass es für Spieler, die zu epileptischen Anfällen neigen, nicht geeignet ist, da das Ganze doch recht kunterbunt und abgefahren ist. Aber wer mit solchen Farben und schnellen Bewegungen keine Probleme hat, für den ist das Spiel wirklich bestens geeignet. Ist wie gesagt kostenlos und jeder kann sich es einfach mal runterladen und anschauen. Am Spielprinzip selber ändert sich im Spielverlauf nichts, das bleibt also immer gleich. Abgesehen davon, dass sich eben die Bahnen mal ändern, wie vorher gesehen. Oder dass Spezialfunktionen hinzukommen, wie es eben, dass man schneller fährt. Hier sieht man, dass eine Schwerkraftwelle kommt, sprich auch hier wieder sieht alles etwas anders aus und erschwert dem Spieler die Navigation durch die abgefahrenen Welten. Ist aber wirklich, finde ich, ein witzig gemachtes Spiel und wie gesagt kostenlos einfach mal runterladen und ausprobieren. Macht für zwischendurch wirklich eine Menge Spaß. Die Level, denke ich, wie man schon sieht, haben doch ganz guten Umfang. Also kein Spiel, das man mal eben durchspielen kann, sondern mit deutlichem Langzeitmotivationsfaktor. Man kann doch die eine oder andere Stunde darin investieren. Ja, soviel zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.